Wir sind auf eine christliche Gemeinschaft gebaut hier in Europa, so dass wir zusammenstehen, Leute aus Frankreich, Deutschland, ja, in allen Ländern Europa, das ist gut, nach meiner Meinung. Ja, das finde ich ganz gut, dass das abgebrannt ist. Das ist nicht schön, das ist schade, so ein Bauwerk. Kulturell ist das natürlich ein großer Verlust. Wobei ich glaube, als Sachse ist man da etwas entspannt, weil Dresden Frauenkirche lag auch lange in Schutt und Asche. Ich finde gut, dass Leute Anteil nehmen. Es wäre vielleicht wünschenswert, dass zu anderen Themen genauso viel Anteil genommen wird. Ja. Ja, ich finde das eigentlich ganz gut, dass das gespendet wird, weil das ist ja ein wichtiges Wahrzeichen und die Sachen sind ja teilweise aus dem 13. Jahrhundert und es ist schon wichtig. Da werden innerhalb von ein paar Stunden x Milliarden jetzt gespendet und für andere Zwecke, die ganz, ganz dringend notwendig wären, ist es manchmal so, dass es gar nicht passiert, dass gespendet wird oder dass es ganz lange dauert. Sag mal, das ist eine katholische jetzt Kirche und die haben schon eine Menge Geld. Also dann soll bitte der Papst mal seine Schatulle aufmachen und da mal halt, sage ich mal, jetzt ein bisschen rausholen. Wir müssen nicht immer ins Ausland spenden, wenn wir hier in Deutschland einiges noch schieflaufen haben. Ich bin auch der Meinung, dass wir auch als Deutsche spenden sollten, denn für uns wurde ja zur Frauenkirche auch gespendet. Ich finde das gut. Ja? Ja, irgendjemand muss es ja bezahlen. Und wenn es gespendet ist, besser als von den Steuergeldern. Ja, das ist okay, weil das muss ja wieder aufgebaut werden. Also ganz klar, weil das ist ja Katastrophe, dass das überhaupt passiert ist, oder? Naja, einerseits finde ich es gut, weil natürlich dann das historische Bauwerk wieder errichtet werden kann. Aber andererseits gab es ja diese Debatte, dass die Milliardäre, die da gespendet haben, vielleicht ihr Geld lieber für arme Menschen ausgeben sollten und dass das halt auch gefördert wird. Also ist sehr kritisch. Ja.